Hallo Kinder, ihr seht hier ein Bild vom ersten Schultag in unserem neuen Schulhaus, das am 9. März 1930, also vor ungefähr 91 Jahren, feierlich eingeweiht wurde. Ihr seht die Fahnen hier, ihr seht das alte Schulhaus. Was ihr nicht seht, ist, hier müsste eigentlich die Pausenhalle stehen, aber die ist erst viel, viel später gebaut worden. Man konnte also von der Bahnhofstraße sofort auf das Schulhaus gucken, als man 1930 die Schule baute. Unsere Schule hatte im Laufe der Zeit viele verschiedene Namen. Eigentlich waren in unserer Schule lange, lange Jahre immer zwei Schulen. In den ersten Jahren eine evangelische und eine katholische Schule. Damals nannte man das noch Volksschule, weil fast alle Kinder des Volkes zur Volksschule gingen. Nur wenn sie ins fünfte Schuljahr kamen, dann wechselten einige wenige Kinder ans Gymnasium oder an die Realschule. Die meisten blieben zusammen bis zum achten Schuljahr, bis sie also dann in die Berufsausbildung gingen und zum Beispiel eine Lehre anfingen. Also, es gab katholische und evangelische Kinder und die gingen in dieses Haus und in diesem Haus gab es zwei Schulen, wenn man so will. Die einen gingen übrigens in dieses Gebäude rein, in diesen Eingang des Gebäudes rein, das ist der Süden, wenn man so will. In diesen Eingang gingen viele Jahre lang die evangelischen Kinder. Und hier im Norden, etwas näher nach St. Elisabeth gelegen, kann man sich gut merken, gingen die katholischen Kinder in die Schule und es waren in den ersten Jahrzehnten viel mehr katholische Kinder als evangelische Kinder. Mit dem Nationalsozialismus, der konfessionelle Schulen verbot, also dass es evangelische und katholische Kinder in den Schulen getrennt gab, mit dem Nationalsozialismus in den Mitte der 30er Jahren, gab es dann eine neue Trennung. Da gingen dann die Mädchen auf dieser Seite ins Gebäude rein, da wo früher die evangelischen Kinder gingen, und die Jungen gingen dort, da wo früher die katholischen Kinder reingingen. Nach dem schweren Zweiten Weltkrieg war es eine kurze Zeit so, dass man katholisch und evangelisch wieder getrennt war, also wieder zwei Schulen. Und 1952 zogen dann die evangelischen Kinder alle aus unserer Schule aus, weil sie nämlich in die Ochtrup-Schule, da wo also heute das Lehrschwimmbecken ist, die Don Bosco-Schule heute drin ist, weil sie dorthin umzogen. Und dann war für 20 Jahre etwa dieses Haus nur für die katholischen Kinder da. Unsere Schule hatte in dieser Zeit dann auch noch mal zwei verschiedene Namen. Eine Zeit lang hieß sie Katholische Volksschule Fehlinden und dann hieß sie mal für 10 Jahre Elisabethschule. Als es dann zur Trennung kam von Hauptschule und Grundschule, also die Kinder nur noch 4 Jahre in die Grundschule gingen, nämlich 1969, 1970 war das, hatten wir in unserem Schulhaus sogar 3 Schulen, die dort drin waren. Aber es waren alles 3 kleine Schulen, die entstanden, als es eben Grundschulen neu zu gründen galt. Und ich muss selber nachgucken, weil ich das auswendig jetzt gar nicht weiß. 1970 ging bei uns zur Schule die Kinder zur Elisabeth-Grundschule oder zur Albert-Schweitzer-Grundschule, das war eine evangelische, oder zur Friedrich-Ebert-Grundschule, und das war eine Gemeinschaftsgrundschule für evangelische und katholische Kinder. Aber das machte natürlich wenig Sinn, und das ging nicht nur bei uns, vielen Schulen so, dass sie so kleine Zwergschulen hatten. Nach einem Jahr legte man alle 3 Schulen zusammen, und seitdem, seit 1970 hießen wir dann ganz, ganz lange Städtische Gemeinschaftsgrundschule Finnbruchstraße. Aber die Menschen auf der Straße und im Stadtteil in Fehlinden haben einfach immer gesagt Finnbruchschule. Oder wenn die Kinder untereinander sprachen, wo gehst du hin? Ich gehe zur Finnbruch.
Und aus diesem Grunde habe ich bei der Stadt vor 2 Jahren, im Jahr 2019, den Antrag gestellt, dass unsere Schule auch so heißt, wie die Menschen sagen. Und seitdem heißen wir Fennbruchschule, also städtische Gemeinschaftsgrundschule, Fennbruchschule. Und in Dinslaken gibt es beispielsweise eine Averbruchschule. Und das ist ein klein bisschen so ähnlich wie bei uns. Ihr seht viele verschiedene Namen. Jetzt ist das sehr viel einfacher. Wir heißen Fennbruchschule und wir feiern deshalb auch 100 Jahre Fennbruchschule, obwohl wir früher oftmals andere Namen gehabt haben. Das war's für heute. Tschüss, Kinder!